Hallo und Juden. Tag, hat er gesagt. Und diese Meinung teile ich zwar nicht. Wir sind hier immer noch mit Sucrose. Ne, den haben wir in der letzten Folge niedergeboxt, ne, wegen Hattori, weil wir sollen denen ja helfen, eine Leibwache zu holen. Jetzt will der natürlich, dass wir ihm helfen. Und von seinem Cousin oder so, ne, oder Bruder, hast du nicht gesehen, die Schulden eintreiben. Jetzt frage ich mich hier persönlich, wo ist denn hier der Ausgang eigentlich? Sag mal, bin ich denn nur bescheuert? Hoch müssen wir. Und draußen warten auch schon wieder welche, die irgendwie nicht so freundlich sind, aber da gehe ich mal gleich hin, weil ich könnte da einfach mal Lust sehen. Ah. Schissikowski, schneller Move mit dem Bandit. Was das alles so gibt, ne? Also, wir müssen jetzt hier gar nicht so weit. Das soll hier irgendwo sein. Alter, wo kommen die denn her? Ey, wollen wir da mal runter? Ich weiß gar nicht, ob wir hier überhaupt schon mal waren. Es gab doch mal hier so die Gerüchte von Katakomben oder sowas, ne? Könnt ihr euch erinnern, ganz am Anfang, wo wir hier reingegangen sind, da eigentlich so... Oh, guck mal, wie der Kopf da schwimmt, ey. Schön. Ich will ja mal reingucken, ne? Also wenn wir hier schon ein bisschen was anderes noch machen können oder mal so ein paar Sachen sehen, würde ich auch hier gerne mal so ein bisschen rumstreunern. Ich weiß nicht, ob das hier irgendwie was Cooles ist. Das werden wir bestimmt sehen, wenn wir hier unten sind. Ich weiß auch nicht, wo es lang geht. Okay. Wo sind wir hier? Aber hier ist schon alles irgendwie benutzt worden, ne? Ich weiß nicht, wo wir sind. Wenn ich mich jetzt hier verrenne, ne? Dass ich hier... Da ich noch Bauchschmerzen kriege oder so. Abgeschlossen. Jo, lecko mio. Wo bin ich hier? Also ich weiß, dass ich ja hier mal mit der kleinen Prinzessin lang gerannt bin, ne? Oder für die kleine Prinzessin, um die ganzen Hexer zu befreien. Und dann zum Schiff, ne, zu den Docks zu machen. Wo Dijkstra noch auf uns gewartet hat, ne, wegen Schiff und hast ihn nicht gesehen. Das kann ich mich noch alles so erinnern. Aber jetzt fängt es auch schon wieder an, da ich gar nicht mehr weiß, wo ich bin. Oh, ich glaube, ne, von hier kam er, ne? Ja, ich muss ja nur den gestrichelten, das ist ja auch so. Kloppen, dass die Uni will euch schon wieder was erzählen. So doof der Typ. Deswegen muss er nur den Linien folgen, ne? Die zeigen mir ja den Ausgang. Okay, da drin haben wir jetzt nichts gefunden, aber da gab es unten mal so eine Quest auf jeden Fall. Das weiß ich. So, und ich weiß nicht, was ich machen soll. Hier irgendwas zerstören. Etwas, Meister? Ich überrede den Kaufmann aus Gallic, sein Schwimmer ist gut. Okay. Ist er denn? Hallo, ich bin der Schuldeneintreiber von Herrn Sucrose. Ich soll... Herr? Meinst wohl des Wildschweins? Mit Bauern und Analphabeten habe ich nichts zu tun. Sag ihm, ich bezahle ihn, sobald auf skellige Palmen wachsen. Mach doch einfach mal. Es wachsen Palmen auf skellige. Jetzt zahl schon. Ist ja ein Ding. Natürlich bezahle ich Sucrose. Ist auch eine Bürgschaft in Ordnung? Einzulösen bei der Vivaldi Bank, ja? Bin schon unterwegs. Wie zufrieden Geralt geguckt hat, ne? Das ist echt nice. Ich meine, jetzt läuft man hier wirklich von A nach B wegen so ein bisschen Pipatz, ja? Mann, ey, was wir hier alles machen müssen, ne? Nur wegen so ein bisschen Krimskrams. Echt nicht zu ertragen eigentlich.
Treppen wieder hoch, Treppe hoch, Treppe runter. Aber ein Hexer ist auch der Fall. Wo renn ich denn eigentlich hin? Wie geht's? Du hängst da fest, ne? Kann das sein, Mäuschen? Sieht ein bisschen komisch aus. Das erinnert mich an irgendwas. Ach, die Traumdeuterin, ne? Ja. Die mit der kleinen Sarah zusammenlebt. Ach so, ich muss nicht nach oben. Ich muss nach oben. So war das. Ich glaube, ich habe mich gesehen. Hier ist er. Oh Gott, ey. Mann. Hallo. Kaufst du an deinen Kreuzlöffel? Wie geht's denn so? Was ist mit ihnen los? Ey, du. Ich habe mich darum gekümmert. Der Händler will dir eine Bürgschaft der Vivaldi-Bank geben. Tatsächlich? Gut gemacht, Mann. Wen soll ich umhauen? Du sollst nur jemanden im Auge behalten. Dieser Schwertschmied. Offenbar kennt ihr euch. Eiper Hattori, der Elf? Der hat mal versucht, mich bei Äxten zu bescheißen, der Sack. Du arbeitest für ihn? Könnte man sagen. Wir versuchen, das Schwertschmiedemonopol in Novigrad aufzubrechen. Oh, ein edler Zweck. Tja, wenn du für ihn einstehst, warum nicht? Ich hole ein paar Jungs, dann können wir los. Oh, ich hoffe, der geht nicht schief oder sowas, ne? Hier steht. Wird Zeit, wieder ein Ziel zu finden. Ist ja schön, dass der einer da unten ist. Also wenn man selber da unten ist und dann sagt so, geil, hier meine Lieblingsbar und sowas. Und dann aber trotzdem sagt, ey, boah, ey, hier stinkt. Dann läuft irgendwie was schief, oder? Finsternis. Überall Finsternis um mich herum. Komm hier auf die Beinarbeit achten. Junge, Beinarbeit halt gesagt. Ja, pass auf. Ja, war gar nicht schlecht, ey. Jetzt komm. Naja, Beinarbeit. Nichts, nichts können sie. Die Nichtskönner von Novigrad, ey. Katze, hast du das eigentlich gesehen, Oski? Ne? Hast du gesehen, wie die einfach nur nichts können? Wir können es gleich hier treiben oder beim Ja, ich weiß nicht. Ich finde ja so edel, dass die wirklich so viel Mut aufbringen, um sowas zu machen, aber. Okay, das sind wirklich viele. Na ja, klar, jetzt erzähl mal. Grüß dich, Hattori. Sukrus hat dich schon gefunden, wie ich sehe. Seid ihr euch einig geworden? Ja, Geralt. Ich musste ihm ein paar Äxte zu Großhandelspreisen lassen, aber das habe ich gerne gemacht. Danke. Okay. Nimmst du endlich wieder Schwertbestellungen entgegen? Leider nicht. Mir fehlen ein paar Rohstoffe. Boah, leck mich! Lass mich raten. Auf die hat Ernst van Horn auch ein Monopol. Genau. Er hat sie billig Schwertschmieden abgekauft, die aus dem Geschäft ausgestiegen sind. Jetzt hortet er sie wie ein Eichhörnchen. Aber wenn du... Nein. Damit wärst du nie einverstanden. Ich will mein verficktes Schwert haben. Einverstanden. Ich weiß zufällig, wo van Horn seinen Schatz hortet. Es ist mehr, als er selbst je verbrauchen könnte. Wir könnten etwas leihen. Ich weiß nicht, der Elf ist irgendwie ein bisschen dreist. In was verwickelst du mich da? Leihen? Stehlen wohl eher. Es ist kein Verbrechen, einen Dieb zu bestehlen. Nein? Was denn? Ausgleichende Gerechtigkeit? Wie habe ich mich da reinziehen lassen? Und warum? Ja, ganz einfach. Auch wegen der besten Schwerter, die du je gesehen hast. Rüstungen, Triboke, Katapulte. Na schön, na schön. Angenommen, ich bin einverstanden. Was ist dein Plan? Van Horn hat sein Lagerhaus bei den Docks. Die Rohstoffe, die ich brauche, sind sehr schwer. Sucrus soll seine Jungs mitnehmen. Und eins noch. Die Kisten, die ich brauche, riechen nach Ammoniak. Diese Quest endet nie. Die wird niemals enden. Die geht immer weiter und weiter und weiter, ey. Hallo. Hi. Oh, Geralt. Wie steht's denn? Der Typ, Hattori hat einen Auftrag für uns. Super. Ich fing gerade an, mich zu langweilen. Wir sollen ein paar Kisten aus Ernst van Horns Lagerhaus leihen. Sie riechen nach Ammoniak.
Hm, klingt machbar. Ich weiß, wo Van Horn seine Güter lagert. Ich werde mich mal mit den Jungs dort umsehen. Treffen wir uns beim Stör. Gut. Wann? Wenn es dunkel ist, natürlich. Bis dann. Hoffentlich stören wir keine. Das würde, das also wirklich, das würde mich richtig Ryan kaputt machen. Oder nicht, Ryan. Das ist hier die... Ich will diese Quest fertig haben. Ich will mein verdammtes, scharfes, mega geiles Schwert haben. Und wenn dieses Schwert total kacke ist oder kaum besser als das, was ich jetzt habe, dann drehe ich hier aber richtig am Rad, ey. Dann sage ich dir, dann nehme ich hier alles auseinander. Und dann mache ich hier, boah, das glaubst du gar nicht. So. Wir wissen jetzt das Wichtigste. Nur eine Wache beim Eingang. Um die kümmere ich mich. Dachte ich mir. Meine Nase ist nicht die beste. Ich finde die richtigen Kisten nicht. Du musst sie mit Kreide markieren. Wir besorgen inzwischen einen Karren. Gut. Und wenn ich fertig bin, was dann? Dann verlässt du das Lagerhaus und wir gehen rein. Alles klar. Mann, geh doch mal weg. Du, einfach so ein bisschen. Alter. Wie weit haben wir denn geguckt? Kommen wir hier noch? Ich weiß nicht, warum die das so komisch anzeigen, aber gut, dann gehen wir mal Eingang hier. Ich denke nur eine Wache. Also mehrere Wachen. Was zur Hölle? Du bist es. Ich erkenne dich. Herr Zwerg, das ist der verlogene Dieb, von dem ich erzählt habe. Verfolgst du mich, du Halunke? So ein Schwachsinn. Ich kenne ihn. Das ist der Hexer Geralt. Wie geht's denn, Meister Hexer? Ein Hexer? Dann ergibt alles Sinn. Herr Zwerg, hör nicht auf ihn. Der Bastard verflucht uns sonst. Hast du den Kopf mit einem Troll getauscht? Jampen Sigrins Freunde sind doch meine Freunde. Jetzt schwirre ab, bevor ich die Beherrschung verliere. Sofort. Okay. Abracadabra, Hokus Pokus. Oh Mann, ey. Läuft's denn, Meister Hexer? Suchst du in Van Horns Lagerhaus was Bestimmtes? Ich mach mal das hier. Viele Grüße von Japen Ziegler. Bei Rundurin, klau bloß nicht alles. Und schnell, greif zu, solange ich auf dem Klo bin. Immer doch, ey. Klo-Dinger mach ich gerne. Wo sind die Handwerksrohstoffe? Ja, das glaube ich schon mal. Stinkt nach Ammoniak. Das ist richtig schwer jetzt. Muss richtig sein. Ich versuche alle zu klauen, ne? Der muss ja ein bisschen was haben, ne? Das wär's. Dann gebe ich mal Bescheid. Leuchtet hier nicht noch irgendwas Schönes? Ah, nur vorne. Schwerter. Oh Mann, ey, ja. Evrelys! Pompadou! Pompanickel. Oh, was denn jetzt los? Hast du eine Ahnung, wessen Lagerhaus das ist, du Ziegenficker? Moin. Och, Geralt. Das ist der Typ, den Hattori erwähnt hat, der es mit Hacker treibt oder so ähnlich. Sucrus, was machst du hier? Mit dem Zauberer? Oh, ich verstehe. Das ist ein gigantischer Scherz von dir. Hat dich Hattori hergeschickt. Dieser beschissene Anderling wird noch bereuen, dass seine Mutter ihn nicht mit der Nabelschnur erwürgt hat. Zuerst werfen wir euch den Krabben vor. Hände weg von meinem Schwager. So dumm. Wenn Fehler. Den einer verdrischt, dann ich, kapiert? Bruder, lass uns mit diesen scheiß Nordlingen den Boden aufwischen. Los, Geralt, auf sie! Das war doch klar, dass jetzt ein paar sterben, ey. Gib's ihnen, Sucrus. Tür sech! Das ist
Alter, was hat denn er für ein geiles Schwert, ey? Nein! Nein, 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 du blöder Pimmel, ey. Der hat mir noch tot gemacht, ey. Boah. Mit diesem Kämpfer könnten wir ganz Nilfgaard erobern. Sucrus, vergib mir. Ich liebe dich wie einen Bruder, du räudiges Sackgesicht. Frieden? Klar, Frieden. Was bringt denn die Streiterei? Welcher Drache hat mich denn da getroffen? Er lebt ja noch. Ich will die Versöhnung nicht stören, aber was machen wir mit Van Horn? Wir bringen ihn nach Skellige, bevor er zu sich kommt. Er wird dir keinen Ärger mehr machen. Und vielleicht wagen wir ein neues Unternehmen? Aber zuerst müssen wir Hattori diese Kisten bringen. Stimmt. Ich sollte auch mal bei ihm vorbeischauen. Ja, Belohnung abholen. Mein verdammtes Kackschwert. Weg ist er. Das ist alles meins hier, ne? Jungs, keiner hebt das auf. Was ist mit dir? Ihr wisst schon, die größte Auswahl. Na, dann werden wir mal einfach zurückgehen. Oh, Lakai vom Wetterkönig. Oh, tschüss. Ab rüber, ja, ne? Ab über den Jungen. Also wollte ich zumindest, wollte er richtig geil sein. Er war so ein Vorbild, aber hat nicht ganz so hingehauen. Aber ihr habt mir Mühe gegeben. Ihr macht euren Job. Wir stehen die diese Schwertmeister zur Verfügung. Yeah! Die Anfertigen. Alter, er soll die für mich machen. Kostenlos. Ohne Preis. Grüß dich, Apeir. Geralt, du bist zurück. Gesund und munter. Genau. Geht es dir gut? Muss ich schon. Es ging mir nie besser. Als Van Horn endlich weg war, hat Hacker das Interesse an Schwertschmieden verloren. Ich kann wieder Schwerter herstellen, ohne fürchten zu müssen, dass meine Werkstatt in Flammen aufgeht. Noch. Bin froh, das zu hören. Und ich erst. Sucrus brauche ich nicht mehr und kann all meine Zeit meiner wahren Leidenschaft widmen. Ich danke dir, Hexer. Das ging aber schnell, ey, wa? Kannst du mir jetzt etwas Außergewöhnliches anfertigen? Natürlich. Wie vereinbart. Gib mir ein paar Tage. Dann komm dein neues Schwert abholen. Alle Weichen der Birne. Ah. Oh. Grüß dich, Apeir. Grüß dich, Geralt. Was kann ich für dich tun? Mein Schwert schon fertig. Ja. Ist mein Schwert schon fertig? Noch nicht ganz. Kannst du später wiederkommen? Ja, los komm, lass mal gucken. Was hast du denn im Angebot? Wenn wir denn schon mal gucken, ne? Vielleicht hat er ja auch andere geile Sachen, ne? Zum Beispiel das hier. Das sieht ja gar nicht mal so gut aus. Er hat ja nur Kacke, ne? Sonst so? Oh ja, cool. Cool, cool. Cool, schön, dass du nichts hast, ne? Dann kauf mir wenigstens den ganzen Rotz ab. Ne? Oh, ich habe ja so viel noch. Boah, 5000. Was ist das denn hier? Okay. Also da haben wir schon wieder was gefunden. Was ist das hier? Meister, Waffenreparatur. Shit. Sexy, sexy, sexy. Sexy, 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 sexy. Okay. Gut, ja. Wir könnten noch gucken, Handwerk, ne, ob wir jetzt irgendwas noch Wunderschönes herstellen können. Wir sind ja Stufe 19. Da könnte ja sein, dass wir irgendwas richtig Cooles haben. 19, 19, 19, da haben wir nichts. Da ist hier 17 zum Beispiel, der Friedensstifter, aber der schlechter. Das ist ja unser Schwert. Und sonst um 19 gibt es hier nichts. Nö, gibt es gar nichts. Okay. Ja, dann weiß ich schon mal Bescheid, ne? Ciao. Bis dann. Wenn ich jetzt meinen Scheiß noch lesen, was ich gekauft habe? Irgendwie nicht, ne? Ich möchte wissen, was ich da gekauft habe. So, hier. Irgendwas haben meine Katzen runtergeschmissen. Aber ich würde es noch lesen. Das hier. Das aus Sicherheitsgründen hat Elga seine Schemas zur Verbesserung der Wolfsschulenausrüstung an verschiedenen Orten versteckt. Einen Satz hat er in einer Unterwasserhöhle unter dem Berg in Wien platziert. Einen weiteren Satz ließ er in den Höhen südlich von Ochsenfurt. Einen dritten versteckte er in den Elfenruinen auf einer kleinen Insel
in Südwelens. So. Die Schrift auf dieser Karte ist mit getrocknetem Blut verschmiert und ist unleserlich. Addendum. Die Karte ist einen feuchten Dreck wert. Das Einzige, was ich gefunden habe, sind ein paar an die Wände gekritzelte Greifensymbole. Wir wären nicht einmal ansatzweise genug erhalten, um die Schulden zurückzuzahlen, die wir mit diesen Schnösel von Doktor zu verdanken haben. Zum Glück ist ja jetzt Futter für die Würmer, aber vielleicht lohnt es sich ja, in das Grab unter dem Bückehügel einzusteigen. Unser guter Herr Doktor hat seine Zeit bestimmt nicht damit vergeudet, nach primitiven Zeichnungen zu suchen. Da muss irgendwo ein Schatz geben. Zerlesene, verblichene Notiz von Hieromus, den Hexer Elgar. Elgar hat Schemas zur Verbesserung der Wolfenausrüstung in verschiedenen Ecken der Welt versteckt, auf das sie Hexern auf ihren Wege nutzen mögen. Einige liegen in Elfenruinen sowie in einem versunkenen Schiff im Süden Welens. Andere befinden sich an einem Versteck weit südlich von Ochsenfurt. Achso, dieser Gleitbrief, ne, womit wir durch die Tür kommen, das ist ja jetzt nicht ganz so interessant. Ja, haben wir schon ein bisschen wieder so gemacht. Ganz geil. Ja, dann schauen wir mal beim nächsten Mal, was wir machen. Wir haben ja noch hier dieses mit der Wolfen, Katzen, Greifen. Hast du nicht gesehen, wir haben so viele Ausrüstungsdinger. Aber wir haben natürlich auch die ganzen Zeichen noch auf der Karte. Ne, da haben wir noch genug zu tun. Hier. Ne? Also da können wir uns hier die ganzen Fragezeichen, boah ey, da können wir uns noch tot, boah, da, seht ihr das? Da können wir uns tot bumsen. Ne? Und hier wird es ja noch einiges geben, wie zum Beispiel, was ist das hier hinten eigentlich? Ne? Aber naja, das werden wir alles noch sehen. Ich sage vielen Dank und beim nächsten Mal lassen wir uns überraschen, was wir machen. Ne? Schönen Tag euch noch, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und